Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und möchte euch heute ein kleines Tippvideo an die Hand geben, wie ich meine Sinlets und Framelets Formen aufhebe und vor allem, wie ich am besten zuordnen kann, dass nichts fehlt, dass keine verloren gehen. Ich habe hier zwei Sets, die ziemlich viele Formen enthalten. Ich habe das schon mal kurz in dem Video gezeigt und habe gedacht, ich mache das jetzt nochmal als komplettes Video. Wenn so viele Formen in einer Packung sind, kann es natürlich ganz schnell gehen, wenn man viele Papiere auf dem Tisch liegen hat, dass man das eine oder andere verliert. Und das wäre natürlich total schade. Und deswegen mache ich es immer so, dass ich, bevor ich mit dem Set anfange zu arbeiten, mir mit Kuli oder Bleistift einfach Umrandungen um die verschiedenen Motive mache. Das hat den einen Vorteil, dass man sofort sieht, wenn was fehlt. Zum Beispiel, wenn das nicht drin liegt. Okay, sieht man gleich, da fehlt was. Und den anderen Vorteil hat es natürlich, dass man danach, wenn man das zuordnet, dass man das ganz schnell findet, wo das an den Platz gehört. Und man hat nicht so ein Chaos und alles klebt irgendwo noch dran. Das ist ganz praktisch. Und dann mache ich es auch immer so, dass ich mir die durchzähle, wie viele Stück sind denn in diesem Set. Und das schreibe ich mir dann entweder so wie hier innen drauf und außen drauf, aber normalerweise schreibe ich es mir außen drauf auf die Verpackung. Dann hat man einfach den Überblick und kann sagen, da müssen 11 Teile drin sein. Habe ich die wirklich da und dann passt es. Ich zeige es euch hier nochmal. Ich habe hier ein Haus für alle Fälle. 22 Teile. Das ist natürlich riesengroß. Da ist richtig was drin und auch ganz viele kleine Teile. Und dass man das alles wieder findet, habe ich das hier so ummalt. Und natürlich bei dem sieht man es noch ein bisschen besser. Man hat einfach wenig Platz auf diesen Unterlagen. Und wenn man das nicht ungefähr wieder so hinklebt, wie es mal drinnen war, dann fallen die alle übereinander und man tut sich ein bisschen schwer. Genau. Das ist eigentlich schon alles. Ganz ein kurzer Tipp. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr das natürlich auch so machen und habt ein bisschen Ordnung oder ein bisschen mehr Überblick, dass ihr keine Teile verliert. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefällt und ihr noch viele, viele Tipps von mir haben möchtet, dann dürft ihr natürlich nichts verpassen und könnt den Kanal kostenlos abonnieren und werdet immer informiert, wenn ich ein Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!